In Argentinien sterben Tausende von Kühen. Der Grund: die anhaltende Dürre. Die seit 4 Monaten ausbleibenden Regenfälle haben zum Tod von mindestens 3000 Rindern in der Provinz Santa Fe, einer der reichsten landwirtschaftlichen Regionen des Landes, geführt. Acá en esta parte Hier in diesem Teil se sind murieron mehr más als de 200 200 Kühe vacas. Bueno, gestorben. Wir hemos haben hecho mehrere varios dieser Haufen mit 50, de estos 60, 70 montones Tieren gemacht. de 50, 60, 70 animales. Einem Bericht der Börse von Rosario zufolge sind etwa 26 Millionen Kühe gefährdet, die Hälfte des nationalen Bestandes. Wenn das Sterben der Tiere in Argentinien anhält, wo die Fleischexporte im Juli 2022 mehr als 3,4 Milliarden Dollar einbrachten, könnte ein nationales Nahrungsmittelproblem ausgelöst werden. Si no llueve y mucho, Wenn es entre zwischen marzo März y und abril April vamos a nicht tener un viel problema a regnet, werden nivel wir ein historisches alimenticio en el Nahrungsmittelproblem país im que va Land a ser haben. único y histórico. Eine weitere Folge des ausbleibenden Regens, der hohen Temperaturen und des Mangels an Feuchtigkeit sind wiederkehrende Brände. Das in Brunnen und Dämmen gespeicherte Wasser geht zur Neige. Wassertankwagen sind für die Bauern eine teure Lösung. Die Regionen Entre Ríos und Córdoba sind in einer ähnlichen Situation. Die Behörden suchen nach einer Lösung. Die Verluste gehen in die Millionen.